Okay, jetzt haben sie echt geschafft, die Freds. Jetzt haben sie es echt geschafft. Jetzt bin ich sauer. Die Typen sind alle reif. Jeder Einzelne in diesem Haus oder Raum oder was auch immer das hier darstellen soll, ist reif. Niemand schießt mich über einen Haufen und lebt. Was habe ich überhaupt dabei an anderen Waffen hier? Das kann ja sein, dass ich mit der Lasermuskete rumschieße. Wobei, die ist eigentlich nicht schlecht. Oh, jetzt sehe ich es auch gerade. Ich habe gar kein Kampfgewehr gekauft, ich habe mit Kampfflinte gekauft. Ja, yeah, ist trotzdem ganz gut. Das Ding macht richtig Löcher in der Landschaft, allerdings. Ich habe das Ding dreimal aufgeladen. Das heißt, man macht dreifachen Schadenfahrzeichen? Wahrscheinlich. Okay, dann bleiben wir doch erstmal dabei. Ich dachte, ich hätte Licht angehabt. Ups. Okay, vorsichtig. Vorsichtig, langsam, aber entscheidend, wichtig. Ups. So muss es sein. Die Waffe ist wirklich nicht besonders laut, habe ich langsam den Eindruck. Ich habe quasi was sehr Leises hier. Was du auch findest, wir teilen. Exakt. Von hinten kam was angeflogen, also. Ist da unten jemand? Du bist schon weg. Ist da wieder eine... Was? Wo? Wann? Wer? Was? Oh, da war was. Shit. Was zum? So, wieder einer weg. Shit. Aua! Genau, Arbeitsteilung, okay. Machen wir was. Hier, das ist für euch. Oh Gott, ich dachte, jetzt wäre ein Raketenwerfer gleich hierher gekommen. Okay. Ich kann nicht sehen. Was? Du kannst nicht sehen? Jetzt hör mal auf. Chef, der Moment. Oh, ich sollte mal aufhören, so zu schießen. Moment, ich hab's gehabt. Oh, jetzt. Okay, jetzt, Kate, das hast du so geschafft. Meine Fresse, das ist Rekord, wie ich daneben schieße. Absolut Rekord. Okay, Fusion, Barrett. Ja, läuft. Mit Tür zu machen hier. Waren das nicht noch mehr? Warst du derjenige? Nee, ist okay. Gut, dass ich da kurz mit der Maus drüber war, sonst wäre ich wieder hops gegangen direkt. Falle entschärfen, gut. So, da vorne gerade außen welche. Du feiges Stück Scheiße! Langsam werde ich sauer! Genau, okay, geh mal vor. Kate, du sollst nicht vor dem Stehenbleiben den Kopf schießen lassen. Das ist nicht gut. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwie die Gegner reagieren alle sehr, 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 sehr fragwürdig. Aber auf der anderen Seite bin ich ganz froh darüber, wenn die hier wirklich sehr aktiv und... Oh Gott, nein. Hast du Raketenwerfer, oder? Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich in Deckung gehen. Aber vielleicht besser in Deckung gehen ist eine gute Idee. Geschafft. So, irgendwas hier drinne? Ja, nehmen wir alles mit hier. Komm, komm. Alles. Alles mir. So. So, jetzt. Ich wollte eigentlich in Deckung nur gehen. So, auf der anderen Seite. Da. Moment. Shit. Blöder Pansen mit deinem Drecksraketenwerfer. Was hast du nur davon? Fühlt man sich direkt besser, wenn man irgendwelche Freds Kopf geblasen hat, die einen Raketenwerfer benutzt haben. So muss es sein. Was hat der Raketenwerfer nämlich mit? Nicht, dass ich ihn benutzen will, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Verdammte Axt. Womöglich glaube ich jetzt irgendwo gleich eine Falle rein und sterbe dabei. Was ist das für ein teuflischer Gestank? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie irgendwo hier Müll liegen lassen mit Kate. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob es irgendwas gibt, aber irgendwie habe ich langsam den Eindruck, hier gibt es wirklich nichts. Aufzeichnungsterminal, das hört sich irgendwie gut an eigentlich, aber irgendwie habe ich den Eindruck, irgendjemand ist in der Nähe von mir, deswegen sollte ich erst denjenigen finden und den Kopf kürzer machen. Hm? Oh shit. Genau, ganz ruhig stehen bleiben und... Was zum... Oh, jetzt bist du dazwischen gelaufen, blöder Hund. So. Da schießt aber mit mehr Waffen auf mich. Ich
kann den ganzen Tag warten. Oh, das hat nicht gereicht. Genau, Kate, mach das mal klar. Kate. Holy shit. Einfach ab, tot. Der hat auf jeden Fall den SMG oder so einen Scheiß dabei. Warte, da kann ich mal gucken gehen hier. Warte. Oh, du hast ein. Ist das. Oh, das ist gesilenced, oder? Ja, jetzt hör mal auf. Automatisch schallgedämpfte, panzerbrechende Pistole. Hey, damit. Oh, shit. Wow. Hab ich dich wieder. Mist. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Ja, aber das ist dein eigenes, ne? Sag bloß, ich bin überladen bis zum Umfallen. Kann das sein? Sag bloß, ich bin überladen. Nee, oder? Oh, bin ich jetzt wirklich überladen gerade geworden? Ja, bin ich. Scheißdreck. Gut, dann, Kate. Ich gebe dir keine Raketen, nur damit du es weißt. Psst. Sag, was du brauchst. Und aber ich gebe dir trotzdem meine Raketenwerfer ganz kurz, weil die kacken schwer sind. Und ich will sie nicht mit mir rumschleppen die ganze Zeit. So, hast du auch keine Raketen dabei? Nicht, dass ich gleich wirklich die Waffe noch benutze. Das wäre jetzt tödlich für mich. Ich kümmere mich darum. Genau, kümmer du dich darum und ich kann nochmal laufen. Gut. Schallgedämpfte, wobei, da wechsle ich jetzt auch gleich rüber. Schallgedämpft, panzerbrechend. Oh. Schallgedämpft und panzerbrechend. Habe ich noch was anderes? Scharfschütze? Nein. Yeah. Schnell schießen, aber lautloser. Besser. Bisschen Zeug noch einsammeln. Gut. So, jetzt, das muss ich mir unbedingt abschrauben, das Ding, wenn es irgendwie geht, damit ich das behalten kann. Mit Schalldämpfer, weil das wäre ja echt mal eine gute Sache. Ich kann dich kaum hören. Ich wollte schleichen, ich wollte nicht rumrufen. Aber wo rumrufen, bevor ich wieder gleich einen 1000 Bock und Sonne geschossen werde? Oder war es das jetzt schon? Sag bloß, das war es jetzt hier schon. Sag bloß, ich habe jetzt. Ich habe hier dieses Rumgeschieße und Ressourcenverschwenderei hier nur betrieben, nur um so ein bisschen Zeug aufzusammeln und ein paar Idioten den Kopf wegzublasen. Wirklich? Oh, hier ist mal eine Tür. Ah, es geht doch höher noch. Okay. Wobei, war jetzt irgendwas anderes noch? Habe ich irgendwas übersehen hier vorne gerade? Nee. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja. Ja, manchmal schon. Oh. Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein, wenn hier was drin ist, was mir was bringt. Na. Ja. Okay, es ist für mich eine Rüstung und es ist ein. Was zum. Ein Metallhelm? Ein Lederkombi. Lederkombi, Junge. Lederkombi. Ja. Mhm. Weil für mich, ich glaube, meine Rüstung ist besser immer noch. Aber, Kate. Kate. Hallo, Kate. Ja, dann Kate. Wir müssen wir gleich hoffentlich wieder auftauchen. Ich meine, dir hat zwar irgendwas gefallen, was ich tue, aber du bist komischerweise gar nicht in der Nähe von mir. Interessant. Und ist hier auch jemand hier? Wie? Was? Shit. Hey. Oh, ist eine beschissene Scheibe davor. Nee, oder? Läuft. Kate! Verdammte Axt! Wo bist du? Das muss ich alles alleine machen. Aber wenigstens kriegen sie nicht mehr so viele Leute mit, wie der aussieht. Ist ein bisschen leise, der ganze Kram. Naja, ein bisschen. Militärer Barrett. Spezielle Mega-Uniform. Oh, Mann. Kate, wo bist du? Kate? Oh, das ist so. Mensch, Kate, wo bist du? Hey, jemand ist unter mir. Jemand ist unter mir? What? So, bloß hat Kate jemanden gefunden irgendwo weiter unten. Oh, Kate, da bist du ja. Oh. Okay, irgendjemand war unter mir. Muss ich halt einfach mal mehr Krach machen. Muss ich halt doch wieder mit einer Knarre rumschießen. Damit Leute wissen, dass ich da bin und vor allem, wo ich bin, wie das aussieht. Oh, ich sehe hier keinen. Ich sehe hier absolut niemanden. Okay, jetzt laufe ich so rum. Schluss mit lustig. Sollen sie ruhig hören, dass ich komme? Eh keine Chance, wie der aussieht. Was? Bye. Ach, Kate. Ah, da. Oh, da. Kate, mach leise. It's the Power Armor. Ich meine,
Das ist ideal. Ich meine, ich muss die Person zwar aus der Power Armee nur rauskriegen, aber das wäre jetzt ideal, glaube ich. Auf der anderen Seite, apropos ideal. Ich glaube, ich nehme hier eine Knarre, die mehr Aua in der Landschaft macht. Hoffentlich. Vielleicht muss ich wirklich einen Rackwerfer gleich auspacken. Holy shit. Also da drin, ja? Da drin. Oh, da drin. Welche Granaten benutze ich überhaupt? Molotov-Cocktail gegen die Rüstung da vorne? Ich glaube, funktioniert nicht. Splittergranaten. Vielleicht soll ich eine Kronkorken, eine Impulsmine. Weiß ich nicht. Impulsgranaten-Fragezeichen? Nee. Nuka-Granaten. Das hört sich toll an. So, ich weiß, dass da vorne jemand, der drin ist. Das heißt, ich werfe da einfach was rein, Fragezeichen. Das ist großartig. Ich kann so gut wie nichts sehen. Was ist denn dein Problem? Soll ich den Helm mal sauer machen? Meine Fresse. So, das heißt, man wurde, ich muss nur geschickt werfen und dann... Holy shit. Gut, dass ich das Ding nicht versehentlich... wechseln wieder. Gut, dass ich das Ding versehentlich benutzt habe, wo ich nicht da dran stand. Wir wechseln wieder auf Molotov-Cocktail. Die sind weniger explosiv. Holy shit. Die meinen das echt ernst mit diesen Nuga-Granaten. Die sind ja absolut tödlich, die Teile. Selbst eine Power-Rüstung hält dagegen scheinbar nichts aus. Ist das alles verstrahlt dafür hier vorne, oder? Oh, ich habe mich wirklich alles abgeschossen von ihr hier. Fusionszellen, Stimpack, Beine von der Panzerung. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber was für eine Panzerung ist das überhaupt? Die sieht irgendwie ziemlich verrostet aus. Sag mir jetzt, was drin ist, was ich brauche. Eine Kampfflinte. Schon wieder eine Kampfflinte. Hey, jetzt habe ich zwei davon. Und Metallbeinrüstung, der muss nicht sein. Nehme ich die Sachen mit? Eigentlich nicht. Ich meine, wer soll das schleppen? Ich habe keine Power-Armor gerade dabei. Ich dachte, da leckt was am Tisch. Nee. Laserpistole mit Visier. Nehmen wir mal mit. Ja, wir können die Rüstung aber nicht ausziehen. Das heißt, wir müssen es mit der Hand schleppen, das Zeug. Nope, das fangen wir nicht an. Ist hier noch irgendwas anderes, was drumherum liegen ist? Oder habe ich jetzt alles zerstört mit der Granate? Wahrscheinlich schon. Oh, ist hier vorne irgendwas? Nope. Shit. Was ist eine Waffe, die am Boden liegt? Oh, Hartmunition. Munition. Oh, 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 hier. Mini-Atombombe. Nehmen wir gerade mal mit. Miliuk. Ausgezeichnet. Mal ein bisschen was gefunden. Ein bisschen was gefunden, aber nicht das, was ich gesucht habe, ehrlich gesagt. Ist hier vielleicht irgendwas? Mars für Balkon. Ach, also bin ich draußen vom Haus bestimmt. Dann hänge ich oben irgendwo in der Luft rum. Das muss nicht sein. Komme ich irgendwie weiter hoch? Ist die Frage, ist da oben überhaupt noch irgendwas? Out of order. Ja, ich meine, das Ding geht wirklich nicht. Ah, okay, okay, das war jetzt... naja. Eine interessante kleine Mission, die wir hier hatten, aber ist leider nichts dabei rausgekommen, was ich jetzt unbedingt hätte haben müssen. Schade eigentlich, schade. Wobei, auf dem Weg nach unten muss ich unbedingt so ein paar Leichen mir noch angucken, weil die haben womöglich noch was bei sich, was ich haben will. Ein bisschen Munition und so ein Kram. Und irgendwo muss noch eine Gestalt sein, die da unten steht, die scheinbar auch noch Stress haben will, glaube ich. Komme ich hier irgendwo hin? Dann ist auch wieder der Balkon. Na gut, gehen wir mal ganz schnell runter. Schade, schade. Ich hätte es echt gehofft, dass wir irgendjemanden wieder hier noch finden oder so. Bist du etwa nostalgisch? Dafür gibt's wohl immer ein paar Kronkorken. Ja, eigentlich schon. Komm ich hier rüber? Ah, ne, da oben war ich ja auch schon. Geh mal weiter runter. Hast du noch Rüstung noch beide? Jemand? Oh, Stimpack! Dann bist du jemand, den ich noch nicht ausgeräumt habe. A Fuse. Und du, Kollege? Nein, du hast die Bekleidung noch. Okay, da können wir wieder runter marschieren. Du, ich habe irgendjemanden runterfallen lassen auch, der noch, den ich noch ausrauben muss unbedingt. Ja, okay. Schade, schade. Ich hatte jetzt so gehofft, dass ich irgendjemanden finde hier, der vielleicht was bei sich hat. Was ich unbedingt haben möchte vielleicht. Aber haben möchte vielleicht. Wo ist die eigentlich aufgeschlagen, die ich eben runtergekegelt habe hier? Ist sie irgendwie da genau runtergefallen oder da drüben? Sieht aus wie eher wieder drüben. Ach, gehen wir hier vorne rüber. Ups. Den hatte ich ja vaporisiert. Jawohl. Gut, gut. Und dann habe ich jemanden erschossen, der irgendwie nach unten gelaufen ist. Ach, sie. Kate. Ach, hör doch mal auf. Du sollst nicht überall runterspringen. Und du, Kollege, noch. Oder
Sie, er, es, ist egal. Durchladen! Oh shit! Ich hab gefunden! Okay, machen wir was anders. Plan B. Plan B! Hat nicht ganz gereicht. Aber gleich. Ja, ja, komm du nur mal. Guck du nur mal um die Ecke, Junge. Na komm. Also gut, jetzt macht es richtig Spaß. Ja, jetzt macht's richtig Spaß. Jemand, der so bescheuert ist. Oh wait, was ist denn hier? Es hat bloß noch mehr Fallen verteilt. Wahrscheinlich. Fusions, Kurzgewehr, Schmutziger Armeehelm und nö. Au, 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 jetzt. Mhm. Neben dem Helm, neben dem Eimerchen hier. Ist hier noch was anderes hier vorne? Nope. Aber hier ist eine verschlossene Tür. Das wär's. Mhm. Kleber, Hammer. Shit. Das war eine große Zeitverschwendung. Hat nur Nerven und Zeit gekostet, das Ganze, aber sonst schauen wir nichts. Ja, gut, wir haben ein bisschen Munition gefunden und ein bisschen andere Krimskram. Raketenwerfer und sowas haben wir gefunden, aber weißt du was? Kate, es hat keinen Zweck. Ich glaube, wir gehen einfach zurück. Wir gehen einfach direkt zurück. Ich glaube nicht, dass wir einfach mal irgendwo rein zufällig so einen Anzug finden. Lass uns einfach. Kate? Hallo? Beziehungsweise. Sah aus wie eine Selbstschussanlage. Schauen wir nicht. Egal. Kate, lass uns mal gehen. Lass uns mal gehen und am besten wir gehen direkt zurück. Wir gehen gerne zurück und nehmen einfach das, den schweren Anzug da, den ich gefunden einmal hatte. Und dann laufen wir einfach los. Wir laufen einfach los. Auf in die, was war das, grüne See oder wie das hieß? Naja, in die verstrahlte Ecke da auf jeden Fall. Jetzt wird es wenigstens ein bisschen heller hier. Auf der anderen Seite, ich bin mir relativ sicher, dass wir in Sentinel Hill aber jetzt nur diesen Anzug haben und dieses schwere Ding rumschleppen. Ich bin mir nicht sicher. Hat Mutanten. Ich jag dir eine Kugel durch den Kopf, Mutant. Ach, scheiße. Falsch geklickt. Weißt du was? Dein Bein muss mal weg. Habe ich gerade den Eindruck. Ja, du gehst an Kate nicht ran. Wenn, dann mache ich das höchstens. Oh, hier, Junge. Du hast auch noch schmutziger Meer dabei. Schön, schön, schön. Jetzt, wo es ein bisschen heller geworden ist, sehe ich auch mehr. Oh, was? Wo? Ah, ja. Was war das gerade? Habe ich nicht gerade noch jemanden gehört? Ich habe nur den Eindruck, wir kommen nicht so schnell hier raus, habe ich gerade den Eindruck ewig gewonnen. Da war doch noch jemand. Was? Oh, what? Oh, oh. Da, du sein! Ja, und da du weg sein. Teilst dein, das, was du immer im Kopf hattest, mal in der Landschaft. Jetzt haben wir noch mehr Befehle von denen. Vielleicht sie wirklich mal draufschmeißen. Okay, Daten. Okay, Befehle der Supermutanten. Das habe ich jetzt endlich gefunden. Was steht da drauf? Oh, das ist ja sehr übersichtlich. Töten, plündern, zurück. Zurück wohin? Hat natürlich nicht beigeschrieben. Typisch, typisch. Hier vorne liegt noch jemand rum. Der war auch schon ein bisschen länger tot ist. Die Skelette sich doch und die Klamotten an den Skeletten so wahnsinnig lange halten. Apropos lange halten. Wo sind wir eigentlich auf der Karte gerade? Ich hab irgendwo Moränen. Wir sollten kurz mal hier in Richtung Süden laufen. Einfach mal schnell. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie so, irgendwie. Oh, guck mal hier. Ach, hier habe ich ja einen Typen letztes Mal abgewuchst. Ja, natürlich, natürlich. Auf dem Weg hierhin. Radio hören tue ich ganz gewiss hier nicht. Ich laufe ganz gewiss nicht mit angeschaltetem Radio durch die Landschaft, damit mich jeder hört. Es kommt Kate mir fast aus jedem Gang entgegengelaufen, habe ich fast den Eindruck. Nochmal kurz gucken, wo sind wir jetzt hier? Ich laufe gerade fast dran vorbei. Nach dem komischen Burial Ground will ich mal drauf einen Blick schmeißen. Irgendwie. Na toll, das Sackgasse wieder gefunden. Irgendwie hier vorne um die Ecke. Okay, geh mal nach da. Vorsicht. Okay, da geht's weiter. Hier geht's rum. Oh, shit.
Bist du ein Feind? Freund? Oder was dazwischen? Kollege? Hallo? Schon von Corvega gehört? Da haben alle Raider ins Gras gebissen. Auch Jared. Ohne Scheiß. Die Leute sagen es. Niemand hat es überlebt. Okay. Läuft zumindest einmal was gut für uns. Aber hallo. Ihr seid Raider Upshot? Oh. Kann ich einfach an euch vorbeilaufen? Alles ist gut? Können wir das machen? Können wir das tun? Ich meine, ich gehe einfach an euch vorbei und ihr macht einfach so weiter mit eurem... Ach, Scheiße! Ich hab's gewusst, dass sie mich verarschen. Ich hab's aber nicht anders gewollt, Jungs. Ich hab's absolut nicht anders gewollt. Ich wollte doch nur vorbei. Hier liegt noch. Cool im Dreck. Was Wertvolles müssen Sie doch dabei haben. Ja, Moment. Heilung und Crap. Noch ein Ghoul. Ich dachte nämlich so, der steht so vor mir, der Raider-Abschaum, und erzählt mir Storys. So, ey, da wurden welche gekillt. Ja, womöglich war ich das auch noch, wie ich die Sache immer so einschätze. Nix. Ein bisschen Munition. Okay. Das ist Massachusetts State House. Okay. Da ist aber krass. Da ist Strahlung. Oh, wir haben auch ein Level-Up. Wir sollten das Level-Up erstmal kurz gucken. Schnell gucken. Level-Up. Kann ich was verbessern? Schlüsselkater geht nicht. Noch mehr Explosionsscharm machen mit den... Vielleicht hacken? Ich weiß nicht. Ich bin mir uneins. Gewehrschutz möchte ich eigentlich erhöhen, was aber nicht geht. Noch nicht geht. Solche Energiewaffen kann ich auch noch nicht haben. Mist. Oder ich muss erst mal hier... Was könnte ich falsch machen? Durch die Deckung schießen. Niemand kann sich verstecken. In Watt kann man durch Deckung blockierte Körperteile eines Feindes mit geringer Präzision anvisieren. Oder ins Visier nehmen. Ha. Das ist mehr Dauerfeuer vom Körperteil abgeben. Wäre auch nicht schlecht. Na, ich weiß nicht. Ich kann auch sonst nichts erhöhen, was ich sonst haben kann. Oder wirklich dann das Schwarzwild weiter ausbauen. Mehr Schaden gegen Männerfragezeichen. Ach, weißt du was, warum nicht? Ich habe von den Sachen, die ich sonst habe, kann ich gerade nichts nehmen. Oh, wait, stopp. Stopp. Was ist eigentlich das hier? Kommando. Kampf trainiert für... Ach, automatische Waffen wären natürlich nur besser. Das war für Pistolen, genau. Also Gewehrschutz ist nur das hier, wird besser. Shit. Oder das Hacken mal besser haben. Ein bisschen Hacken können ist wirklich nicht verkehrt. Komm, nehmen wir das ruhig mal. Dann müssen wir es einfach mal haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay. Hier sind wir auch gleich in der Nähe von dem, Teil. Okay, jetzt hier von, achso, das wollte ich noch schnell machen. Wollte mir das reinschmeißen gegen die Strahlung, die wir hier gerade haben. Ach stimmt, ich kann hier, boy, das ist Rataway nur, stopp mal, Camps. Nicht Ratte Way brauche ich gerade, wobei es nicht verkehrt wäre, aber ich brauche erstmal Rad X, genau. Einfach ein bisschen mehr Strahlenschutz haben für die nächsten paar Minuten. Gut. Was war nicht hier vorne rum? Hier sind Fässer neu. Hier sind Fässer und ein Skelett. Oh. Ausgezeichnet. Kritische Treffer bei Nahkampfangriffen wird besser. Oh, Nahkampf und waffenlos. Okay. Ja. Oh Gott, Willen. Das hat eine krasse Strahlung da drin. Muss ja auch nicht sein. Schwanenteich, ja, okay. Okay. Hier schwimmt was. Kann ich vielleicht für irgendwas zum Basteln nehmen? Hier ist auch alles mit Strahlung versehen. Auch hier liegt doch einiges Zeug rum. Warte mal ganz kurz, muss ich ein bisschen was anmachen. Oh, deswegen wollte ich hier nicht hinkommen. Ich glaube, okay, das war eine dumme Idee. Jetzt hier werde ich entweder zu Tode verstrahlt oder laufe geradeaus und werde von dem Feeder gekillt. Oh shit. Der kann auch noch werfen nach mir. Blöder Hund.
Aber er kriegt Schaden, der kriegt halt viel Schaden von mir. Oh Gott. Oh. Oh. Hoffentlich hält dieses bisschen Blech vor mir so lange. Halbwegs. Oh weh, der kommt hier rumgelaufen. Oh. Der war knapp. Stopp, stopp, stopp. Wo war das? Wo ist Radewey nochmal? Wo ist Radewey nochmal? Radewey, Radewey. Wo doch ein paar Stimpaks vielleicht, bevor ich tot bin. Oh shit. Oh Gott. Oh, das Vieh macht der Dauerangriff auf mich jetzt. Geh weg, weg, weg. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Oh Gottes Willen, der, wenn er mich direkt trifft, glaube ich, ist vor dem Arsch. Oh, ja, okay. Er ist noch nie so tot. Sie, wer heißt denn sie? Okay, solange er so weitermacht, geht das gut. Solange er so weitermacht, geht das gut. Ich will einfach stehen. Ich muss nur was haben, dass er dagegen wirft. Aua. Okay, so viel Schaden macht er auch nicht mit seinem Steich. Ich dachte ehrlich, dass der Wally mich one-shot. Oh Gottes Willen. Okay, raus aus dem Ding hier. Oh, Powerfaust, rasend. Yeah, das war's für Kate. Das ist mal wirklich was für Kate. Was ist noch bei? Radioaktive Zellen. Schwanbootteile. Okay, Telefon. Cafeteria, was auch immer. Der Rest scheint Crap zu sein. So, jetzt ganz kurz. Das war knapp. Das war unangenehm knapp. Das war mehr als unangenehm knapp hier, das hier. So, erstmal nochmal. Radex, Radaway, Stimpax. Himmel, Himmel. Ich wollte nur kurz gucken, was hier vorne ist. Protokollexperiment, irgendwas. Irgendwas. Edward Sworn hat irgendwas schon mal versucht zu basteln hier. Weißt du was, das gucken wir uns demnächst mal an. Ich will nur ganz schnell hier alles aufsammeln, was hier vielleicht relevant ist. Von Buffer Out. Bonesaw. Ach, da ist noch nicht mal was Gescheites drin. Das ist natürlich klasse. Aluminiumkanister, ein bisschen radioaktiver Krimskram. Dünger. Noch so eine Nachricht. Du bist Spawn. Naja, du bist Hulk oder so vielleicht, aber. Okay, das war's. Mit Mace überhaupt nicht. Shit. Ich hab mir gehofft, dass hier vielleicht was wäre, aber. Nope, wie immer. Wenn man sich an Sachen erinnert, die nicht gut waren, sollte man davon wegbleiben und nicht drauf zulaufen. Holy shit. So wie du hier locker durchläufst. Kate. Lass uns mal gehen. Das hier ist ungesund, das hier.